Was geht's hier, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Paper Mario Sticker Star hier bei Crush 40 Freak 89. Es geht nun weiter mit Welt 5.5 Holperpfad. Jetzt kommen wir endlich mal zum Lava-Gebiet in der fünften Welt. Und ich dachte zuerst, das wäre die letzte Welt, aber habe ich mich getäuscht. Oh, unheimlich. Ach du Scheiße, der kommt schon auf mich zu. Und was passiert, wenn ich jetzt in die Lava falle? Oh, ich würde mich nur unnötig verbrennen. Also an die Itembox komme ich schon mal nicht. Und man kann auch nichts papierisieren, stimmt's? Zum Glück, also kommt, man geht einem da nicht Game Over. Ich habe ja dazwischen noch eingekauft. Also man wird auch stetig von Felsen bombardiert. Das ist nicht gut. Und Feuerbrüder gibt's ja auch wieder. Bam. Du hörst mal auf jetzt mit deinen Feuerbällen. Was ist das denn? Ach, noch ein Glitzer. Paracooper. Ach du Scheiße. Na toll. Ah, zum Glück habe ich ein bisschen eingekauft. Ihr habt zum Beispiel einen kurzen Glitzer-Seriensprung. Den nutze ich auch gleich. Bam, 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 bam. So, tschüss, Lutscher. Schade nur, dass sie nicht so viel Kohle spammen, aber okay. Ein Grillhammer, den nehme ich gerne. Autsch! Kann ich den mit den Felsen? Nein, den Felsen bringt auch nicht, wenn man die... Ja, nee, ist klar, wie soll ich den ausweichen? Die fahren immer in die Richtung, wo ich bin, oder was? Shit. Wenn ich ständig von diesen Felsen bombardiert werde, dann habe ich keine Ruhe. Kann nicht meine Ruhe dann das abziehen. Ah! Und kein Platz mehr, Album, ist klar. Ist wurscht. Ja, wie komme ich da jetzt drüber, bitte? Hä? Und da ist noch ein Grillhammer in der Lava. Ach, da geht's weiter. Habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Hm. Ist da irgendwas? Ach Mann! Wie hätte ich denn jetzt... Oh Mann, den Seriensprung habe ich auch keinen Platz mehr. Muss ich was ablegen? Ja, das Blatt zum Beispiel. Wegwerfen. Und ja, mit den Seriensprung weg da! Wie geht's jetzt da weiter? Wow! Aua, wow, da verbrenne ich mich nur. Wie geht's jetzt da weiter? Hä? Wie soll ich denn da jetzt weiterkommen? Ach, da kann man papierisieren. Kann man den Vulkan irgendwie aufhalten? Hm. Ich versuche es mal mit einer Eisblume. Ich habe ja zum Glück ein paar Blumensticker nachgekauft, aber ich glaube nicht, dass das was ändert. Weil das sieht mir ein bisschen zu groß aus hier. Ja, hört sich so an, als würde das nichts bringen. Was sagt Kersi dazu? Au, au, heiß, au, du bist hart von mir? Pass auf die Lava auf, die kommen mit zu viel Wucht, und dass er noch in den Boden schlagen kann. Wenn sie dich trifft, tut das richtig weh. Ja, das stimmt. Mann, dieser blöde Fels gibt mir so ein... Ach, was soll ich denn machen? Wow. Hm, irgendwas muss ich da drauf auf den Vulkan setzen, aber was? Der Kühlschrank. Ich weiß noch nicht, ob der was bringt, aber... Es wäre die einzige Möglichkeit und... Komm schon bitte, sag mir... Ja, hört sich an, es wäre der... Ja! Der Kühlschrank friert alles ein. Na Alla, ich wusste doch, der Kühlschrank zahlt sich aus. Und schon ist die ganze Lava-Welt nur eine Eiswelt. Oh, einen Glitzerhammer habe ich total übersehen. Wo kam der denn jetzt her? Egal. Jetzt habe ich etwas Platz gemacht durch den Kühlschrank. Ah, was ist das denn Schönes? Das will ich haben. Noch ein Glitzerhammer. Ja, ich hoffe aber, dass es auch konstant bleibt. Nicht, dass es nur für einen bestimmten Zeitraum gilt. Und ich hoffe, ich komme da jetzt hoch. Wow, wo bin ich denn jetzt? Was zum... ein... Truthahn? Mahlzeit. Also ich finde echt die verrücktesten Dinge, aber womöglich wird dafür irgendwas gebraucht. Alles wird irgendwo gebraucht, so ziemlich. So, der Glitzer-Paracooper kam ich auch mal. Gebams. Da ist noch einer, aber die Spaten, die gehen uns nicht auf den Keks. Den werden wir jetzt zeigen. Color-Klonsprung. Haben wir bisher noch gar nicht probiert, oder? Hm. Also die ganzen... Oh! Einen Seriensprung habe ich noch. Den nutze ich gleich mal. Bam, bam, bam. Ja, das bringt nicht sehr viel, aber... Immerhin... Oh, der eine ist schon down. Oh, und der fällt runter. Das ist gut, das ist gut. Also er ist jetzt nochmal ein normaler Glitzer-Cooper. Das bedeutet, ich kann ihn auch an Land treffen. Und zwar mit einem...
Grillhammer mit Excellent Power. Nice. Geile Sache. So, tschüss, Leute. Oh, ein Glitzerpanzer. Ist das geil. Oh, und eine Eisblume noch dazu. Kann ich vielleicht für den... Was ist denn das? Warum hat er sich so schwer getan? Vielleicht war sie festgefroren. Und verdammt, ich ist da leider wieder eine Geheimtür, die ich leider nicht habe. Naja, ich werde mir demnächst, wenn ich wieder etwas Kohle habe, weil ich habe jetzt wieder sehr viel eingekauft, dass ich dann, wenn ich wieder etwas Kohle habe, mir ein paar Geheimtüren-Stickern kaufen und vor dem letzten Boss mal nach möglichst vielen Geheimtüren Ausschau halten werde. So, da bin ich erstmal drüber. Du gehst mir nicht auf den Keks. Ja, klar, von einem Feuerbruder zum Eisbruder. Was für ein Aufstieg. Wenn ich einen Glitzerhammer einsetze, wird der Glitzer-Paroko bestimmt nicht getroffen, oder? Ich probier's mal. Yeah, das Timing packe ich. Ja, der wird leider nicht getroffen. Autsch, Mann, der macht massig Schaden. Ist da zu fassen, ey. Na schön. Du willst also eine Hüpfpusche, was? Kannst du haben. Doing, 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 doing. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Nein, ein KP. Ach man, schade. Aber ein Hammer. Ein Hammer. Da ist mir das Timing jetzt egal. Hauptsache, der ist weg. Dieser Lappen. Ach, wieder ist es. Bin nicht in der Mitte, so wie es sein sollte. Oder bin ich mir nur was ein? Ein Kühlhammer, okay. So, jetzt muss ich aber darauf achten, dass das Bild wirklich möglichst in der Mitte bleibt, dass auch wirklich alles schön möglich aufgenommen wird. Du gehst mir jetzt nicht auf. Nein, lass mich doch die Itembox holen. Ah, Glitzer, Panzer. Den mag ich doch. Ja, jetzt reizt mir, du Lappen. Voll erwischt. Bam. Da kommt bestimmt... Oh Gott, zwei. Okay, was mache ich jetzt? Vielleicht versuche ich einen Color-Klonsprung. Okay. Doing, doing. Ah, verdammt, verkackt, oder? Nein. Das war schon exzellent. Also, den sollte ich lieber für einen höheren, härteren Kampf aufheben. Eieieiei. Was mache ich da jetzt? Ein Wurfhammer, den weicht er bestimmt auch aus. So, was mache ich jetzt am besten? Vielleicht einen Glitzersprung. Ja, ich setze am besten einen Glitzersprung ein. Ding, 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 ding. Und tschüss, Lutscher. Nee, der ist noch am Leben. Aber er ist zerknittert. Ach, jetzt verkacke ich es immer wieder mit dem Timing. Das ist so typisch für mich. Ja, auch diese Musik nervt. So, aber wenigstens bekomme ich mein Excellent bei einem normalen Pilz. Also, der gibt mir wenigstens ein bisschen wieder zurück. So, ouch. Ah, jetzt aber habe ich das Timing drauf. So gehört sich's doch. Ich habe ja noch Speiseeis bei mir. Unter den speziellen Stickern. Ich wünschte, ich hätte noch irgendwo einen Serien-Sprung, aber ich habe leider nichts mehr. Aber der Kühlhammer könnte auch alle bashen. Okay, mit Super. Nein, er trifft ihn nicht, obwohl das doch in alle Richtungen zerstreut, diese... Ach, ich kapiere das nicht ganz. Was soll das denn? Okay, was soll ich denn dann gegen den einsetzen? Ich habe nur noch einen Glitzersprung. Ich glaube, ich hätte wirklich eine ganze Menge Sprungsticker aufheben sollen. Ja, ich habe eh schon einige noch zum Glück. Oh, einen Colorsprung habe ich auch noch. Den nutze ich gleich. Doing, 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 tschüss, Lutscher. Na, Ala. Zum Glück habe ich hier genügend Repertoire auf zur Verfügung. Aber ein bisschen umgucken sollte ich mich hier trotzdem schon, weil vielleicht gibt es ja irgendwas. Ah, sieht ganz so aus. Oh, hier beginnt schon die Lava. Oh shit, für den habe ich keinen Platz. Gut, dann muss ich ein paar Mähhammer hier loswerden, weil ich habe wirklich zu viele von denen. Das auch. Das auch. Und dann noch ordnen. So. Und, wow, geile Sache. Noch eine Feuerblume mitnehmen, den nehme ich doch gern. Ab hier beginnt ja wieder die Lava-Region, also... Ich hoffe, ich brauche nicht mehr als nur den Kühlschrank, um dann wieder... Jetzt wird wahrscheinlich wieder alles auf mich runterfallen. Ja, ich sehe schon. Da kommt wieder ein Feuerbälle. Au, verdammt, ich wollte nur raufspringen, aber... Jetzt muss ich ihn direkt ins Maul springen. Und der nächste Glitzer-Paracooper-Spaten muss auch noch an den Start gehen. Ist klar, ohne den geht's ja nicht. Ich habe gedacht, okay.
Was mache ich denn? Am besten ein Glitzersprung gegen den Paragutter, Heini. Bam, 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 bam. So, jetzt ist er wieder mal auf dem Boden der Tatsachen. Aber meine Energie lässt langsam wieder nach. Ich glaube, sollte ich mich hier vorher noch im dazwischen mal heilen können, aber... ich will denen jetzt auch keine Runde gelingert für eine neue Runde bieten. Okay, ich heile mich erstmal. Oho. Mit nur A-Button-Smashing, da mache ich einen Excellent und hole jede Menge Energie wieder zurück. So. So, Schluss jetzt mit den Feuerbällchen. Jetzt bekommt ihr von mir die volle Breitseite. Da ihr beide mit einem Hammer gebasht werden könnt, würde ich sagen, kommt ihr jetzt von mir einen Glitzerwurfhammer. Okay, gut. Schade. Okay, den habe ich wenigstens auch ganz schön... Aua! Das brennt sogar noch, dieser Atem. Na, warte. Du rülpst mich hier nicht nochmal an. Bam! Chestlotcher. Aber das ist noch ein weiterer Spaten in der Nähe. Na, den nehmen wir uns auch gleich vor, weil wir bekommen sogar noch eine Feuerblume. Au! Ach, ich hasse diese blöde Feuerbälle. So, aber jetzt. Bam! Das macht ja noch mehr Schaden, der Hammer, oder bilde ich mir das nur ein? Auch schon wieder dasselbe Team, oder was? Ich gehe mir schon auf den Keks. Echt jetzt. Was jetzt? Erstmal ein Color. Nein, kein Color. Glitzersprung gegen diesen Para-Kuppe-Heini. So. Und down mit dir auf den Boden der Tatsachen. Okay, und jetzt kommt er noch mit seinen Feuerbällchen hier. Gut, jetzt drehe ich aber richtig auf. Jetzt habe ich die Nase gestrichen, voll von euch zwei Spaten, damit ihr es wisst, ne? Jetzt bekommt ihr von mir eine volle Breitseite von der Kühlhammer zu spüren. Und ein excellent Power! Oh, und der Piranha-Spaten hat besonders viel abgezogen bekommen. Wahrscheinlich war es sehr effektiv. Oh, ach, verdammt, komm ich Heilung. Schon fällt der Felsen wieder auf mich, der nächste. Oh, Käfer. Käfer. Das ist ein Knochenkäfer, oder? Knochenkäfer, oh mein Gott. Okay, da setze ich am besten Glitzerpanzer ein. Komm her, Kuppi. Doink. Bam. Tschüss, Lutscher. Perfekto. Oh, die spammen also einiges an Kohle. Das finde ich nice. Okay, die Aufnahme geht noch. Oh. Wenn man hier nicht aufpasst, dann wird man, ohne dass man es will, getroffen. Aber von denen lasse ich mich nicht mehr treffen. Bam. Ich hoffe, man muss hier nicht auch wieder so eine Art Kühlschrank papierisieren oder sowas in der Art. Bam. Tschüss, Lutscher. So. Ihr belästigt mich nicht mehr. Gut, dass die Knochenkäfer so viel Kohle spammen. Nein! Und ich falle auch noch ein Bein in die Lava, um Gottes Willen. Also hier muss ich jetzt geschickt springen. Ups, äppala. Oh, da drin ist noch was. Aber zuerst gucke ich mir das an. Boah, ein Color Hüpfpushen. Geil. Okay, ich gucke erstmal in die Höhle rein, bevor wir darüber jumpen. Was? Gibt's nix? Hä? Wollt ihr mich verarschen? Ich komme da nicht rein. Ah, das kann man abziehen. Was ist das denn? Ein Schnipsel auf jeden Fall. Vielleicht kann man den irgendwo einfügen. Aber wo? Das ist jetzt die Frage. Auf jeden Fall nehme ich den mehrmals Sicherheitshalber mit. Ah ja, das ist aber fies. Das ist aber jetzt echt fies. Das war jetzt echt gemein. Wie sollte man darauf denn reagieren? Ich hoffe, eine Eisblume, eine Glitzereisblume wirkt gegen die, weil Feuerblume wüsste ich, dass die nichts gegen sie hilft, okay? Eis wirkt immer bei Käfern. Boah, ich will die Kohle aber noch haben, okay? Oh, ein Herz ist oben. Und ein Kalasprung. Nice. Hammer. So. Wie komme ich da jetzt an das Herz ran? Hä? Da muss ich irgendwie nach oben. Wow. Ich frage mich, wo ich das Schnipsel jetzt brauchen kann. Und was es ja sonst noch für böse Überraschungen gibt. Oh mein Gott, daran möchte ich gar nicht denken. Ah. Ja, mit den Eisensprung. Wow. Daneben. Ah, Knochenkäfer. Was ist das denn? Kann ich nichts machen? Papierisieren vielleicht? Kann ich auch nicht.
Ich kann keine Schockwelle auslösen und den zum Absturz bringen. Kann ich keinen Meteoriten hierher locken? Bringt nichts. Was soll ich denn machen? Ich kann gar nichts machen da. Okay, muss ich erstmal hier kämpfen. Bam. Doink. Ach, Parakubi. Du willst wohl auch wieder spielen, was? Na schön. Zuallererst mal. Ich wünschte, ich könnte beide wieder erwischen. Aber das. Dafür habe ich nicht das nötige Material. Ein Wurfhammer könnte ich den Parakubi erwischen, aber der ist nicht vorne. Ich greife nur den an, der vorne ist. Wie, diesen. Knochenkäfer. Entschuldigt, Leute. Mann, dieses öffentliche Genen ist bei mir anscheinend Programm. Das ist gar nicht gut. So. Nein, Feuerblume auf keinen Fall gegen den. Ich würde mal sagen, erstmal so ein Eisensprung gegen den Knochenkäfer. Weil gegen Stacheln wirkt das nicht. So. Tschüss, Lodger. Ah, zu früh. Okay, ein paar Glitzer-Hüpfpuschen. Doing, 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 tschüss, tschüss, Lutscher. Tschüss, 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 tschüss. Herzchen. So, du willst auch nochmal spielen? Hey, ich sag, man treffe ich den endlich mal. Dachte mir schon. Ist wirklich so blöd geregelt hier. Ah, perfekt. So, mit deinem Hammer, mit deinem roten Panzer müsste ich sie doch erwischen. So, na alla, sie sind weg. Kohle satt. Und vielleicht hoffentlich etwas gut. Naja, diese bisschen Kohle. Aber, wie um alles in der Welt geht's hier weiter? Hä? Was mache ich jetzt? Ich kann das nicht papierisieren, gar nichts. Vielleicht einen Hammer dran setzen? Weil das müsste man doch umstoßen können. Nee, man kann ja nichts machen. Kann mir Cassie vielleicht den Hinweis geben? Pass auf die Arme! Ja, glaubst du, das ist mir nicht schon bekannt? Halt, vielleicht gibt es im Hintergrund irgendwo einen Weg. Irgendwo ist da was. Man muss sich nur ein bisschen umgucken. Bisher sieht es nicht so aus. Ich müsste mal da drüben. Auf die Lauerfelder. Vielleicht gibt es da irgendwo was, was ich übersehen habe. Bei diesen Plattformen zum Beispiel. Da könnte es doch sein, dass. Auwei. Das war nicht gut. Ja, hoffentlich komme ich damit wieder zurück. Ups. Ach! Wenn es weitergeht, dann verbrenne ich mir total den Arsch. Gibt's auch nichts. Tja, mal überlegen, ich muss also warten, bis das die Plattform bis um das direkt an der Stelle rauskommt. Na, kommt die jetzt mal raus, schnell, bevor. So, was zum. Ach, Scheiße, jetzt schaffe ich es auf einmal nicht mehr. War vorher noch so gut, ey. Komm raus, bevor mich der Fels noch erwischt. Hilfe, ich will hier rüber. Ich will endlich wieder darüber. Vielleicht muss ich die Höhle nochmal. Eps. Komm. Wann? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach, man kann da runter. Das wusste ich ja auch gar nicht. Aber ich habe kaum noch Energie. Ich muss entweder kämpfen oder so. Aber wenigstens komme ich jetzt weiter. Aber. Oh, nach dem kurzen Cut. Ja, der Knochenkäfer, der da war, der konnte nicht warten, bis dass ich wieder die Aufnahme neu gestartet habe und hat mich zum Kampf gefordert. Wie er will, dann bashen wir den erstmal, nicht wahr? Bashen wir die beiden Spaten erstmal mit einer Eisblume. Bam, bam. Och, das hat nicht gereicht, verdammt. Ach, die springen auf mich drauf. Da hätte ich einen Pickelhelm auch brauchen können, verdammt. Ich habe jetzt da nur noch einen einzigen Colorpilz. Was habe ich gemacht? Verdammt, ich hätte da Knopf drücken sollen. Toll. Jetzt habe ich viel zu wenig Heilung zurückbekommen. Oh, dafür gibt es einen Colorsprung. Was sage ich? Colorsprung, Glitzersprung zurück. Gut, aber jetzt müsste die Eisblume hier ausreichen. Bam, bam. Tschüss, Lodger. So. Aber, Mann.
brauche drin wieder ein paar Pilzsticker. Sonst sehe ich schwarz für mich. Oho, das sieht mir auch so verdächtig aus. Na, ich wusste es ja. Da kommt, glaube ich, diese Höhle rein. Da muss man diese Dinge vertauschen, schätze ich mal. Hier geht es sonst nicht weiter. Gut, dann schätze ich mal, weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Zuerst kommt mal das wieder darauf. Genau, das passt doch. Und ich möchte jetzt wissen, was passiert. Also ich komme erstmal hier in die Höhle rein. Okay, und weiter? Ach, ich komme ja in den Hintergrund. Also entweder muss ich mit dem Hammer drauf. Ich schätze, ich muss mit dem Hammer drauf. Bam. Ja, da tut sich was. Wow, ich muss hier weg, der Felsen. Lass uns auf mir drauf. Okay, nichts passiert. Wie der Papier aussieht alles. Ist auch klar, Paper Mario, aber das sieht so episch aus. Oh, jetzt muss ich da irgendwie zurückkommen da. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich das packen soll. Ah, die Plattform. Moment. Ah, so geht das also. Man hätte ich das vorher gewusst. Guten Morgen, ohne Sorgen. So, dann brauche ich jetzt also das hier einzusetzen. Und schon wird ein Schuh draus. Aber irgendwie wird der Weg hier blockiert, oder bilde ich mir das nur ein? Es müsste eigentlich passen. Es passt zwar, aber wofür? Weiß ich nicht. Oh, Münzspur folgen? Hä? Oha! Ich bin weiter in den Hintergrund reingekommen und ich habe was entdeckt. Was ist das denn? Noch ein Schwamm, ein Autoschwamm? Auch das noch. Was glaubt ihr, wo wir sind? Bei einer Autowaschanlage oder was? Ich habe kein Auto, ernsthaft. Nee, also wegen meines Handicaps, da fahre ich sowieso nicht. Dafür fehlt mir die nötige Konzentration. Und ihr wisst es ja, beim Autofahren muss man sich wirklich ganz schön konzentrieren. Okay, wie komme ich jetzt weiter da? War das schon alles? Hä? Das war also schon alles. Na schön. Muss ich jetzt nur noch die Plattform nutzen, um da unversehrt rüber zu... Ach man, das hätte zu gut ausgesehen. Verdammt. Nein, lass mich doch. Ich will da unbeschadet rüber. Mann, wieso geht das nicht? Das ist doch so scheiße, ey. Ich muss weiter geradeaus. So, Achtung. Ach. Bisschen weiter nach oben. So. Ich kann nicht genau abschätzen, wann die Plattform erreichbar wäre. Jetzt aber. Jetzt. Ach, Gott sei Dank, ich bin drüben. Hab's geschafft. Ach, Mann. Anstrengung. Anstrengung vom Feinsten. Aber irgendwie auch amüsant, muss ich ehrlich zugeben. Ach nee, du lass mich in Ruhe, du Spaten. Verpiss dich! Du bist es wohl nicht anders. Hier! Wenigstens gibt es hier eine Haltestation, die hätte ich schon viel früher aufsuchen können. Ach du Scheiße, nein. Ich schätze mal, diesmal drehe ich mal das Stickerrad. Dafür habe ich ein bisschen Kohle. Und mache auch noch den Spezialgewinn. Münzen? Bin ich geldgeil? Nein, bin ich nicht. Schade. Das ist meine Glitzerhüpfpusche. Oder ein Glitzersprung gegen den. Und dann noch für alle hier Anwesenden eine Glitzer-Eisblume. Doing, 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 doing. Ach, das hat schon gereicht, um ihn fertig zu machen. Ach, verdammt, Timing verkackt. Nein, Timing verkackt. Scheiße, das hätte gereicht. Jetzt habe ich umsonst die ganze Kohle ausgegeben. Verdammt. Jetzt kriege ich keine Kohle mehr zurück. Von dem Kampf. Boah, das ist doch scheiße, ey. Ach. Naja. Oha. Da war noch ein Felsen auf mich, oder? Nein, ich glaube, hier bin ich sicher. Ich habe sogar einen blauen Panzer bekommen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, oder? Speichern wir. Sieht ganz nach Boss-Time aus, oder wie? Wenn man jetzt einen Speicherblock aufsuchen muss. Oder es kommt eine ganz weiter schlimmere. Ist auf uns zu. Dieser Riss da. Oh. Kann man nutzen, um da reinzukommen. Und da gibt es schon mal... Oha. Ach, dafür habe ich keinen Platz. Da muss ich ordnen. So, Sticker sortiert. So, jetzt habe ich aber genügend Platz. Für den Mega Color Auerhammer. Hahaha. Also hier gibt es jede Menge guter Sticker.
Noch die Feuerblume mitnehmen. Und gibt's da was zu papierisieren? Sieht alles immer so verdächtig aus. Nee, sieht nicht so aus. Das Bild bleibt schön in der Mitte. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Okay. Was erwartet mich dann auf der Seite? Ein Color-Eisensprung. Also, es gibt so viele Color-Sticker hier. Oh, da ist nix. Oh, Eisensprung nehme ich auch mit. Ich nehme so viel mit, wie es geht. Weil, wer weiß, was man für den Boss dann, für den hiesigen Boss von dieser Gegend brauchen kann. So, erstmals gehe ich mal in dieses Loch auch rein. Na komm her. Komm, Butt, du kriegst mich nicht. So, rein da. Was zum... War das jetzt nur Deko oder was? Oder braucht man da noch einen zusätzlichen? Nee. Das war wahrscheinlich nur Deko. Oder kann man das... Moment mal. Nein, ich dachte, das kann man abziehen per Papierisierung. Ah, hier. Hier ist noch eine Spalte. Komm her, Butt. Nee. Fail. Aber das vielleicht. Fail. Oh Mann, du Spaten nervst mich nicht. Oh Mann, da ist noch ein Loch. Da sind noch zwei Löcher. Ach du, gib Ruhe jetzt mal. Danke. Oh Mann. Okay, da sind wieder jede Menge von denen. Ich muss diesmal das Timing richtig hinbekommen. Ich habe hier sowieso keine Glitzer mehr. Ich habe nur noch Color. Gut, dann setze ich jetzt einen Glitzer... Color... Panzer heißt das. Der blaue. Okay, ich setze einen roten Panzer ein. Einfach einen roten Panzer nenne ich das. So, tschüss Lutscher. Oh Mann, warum ist das Bild schon wieder nicht in der Mitte? So. Okay, kommt mal her, Felsen. Put. Hier. Komm. Komm, Felsen. Fail. Und hier? Komm, Felsen. Nein, du doch nicht. Toll, der zielt ganz genau. Super. Aber hier. Na, endlich. Das war... Okay, wo bin ich jetzt hier? Total neblig hier. Was ist das? Hä? Was zum... Willkommen, ein Bad in der Blutblasenquelle und Risse. Ein Bad in der Blutblasenquelle und Risse und Verknitterungen sind wie weggebügelt. Und? Ah, halt mich. Okay, ich glaube, so lange sollte ich auch nicht verbringen, oder? Oder geht das? So. Schluss jetzt. Also, das ist eine Heilstation. Na, finde ich nice. Oh, sehen wir auch wieder nach Papierisierung aus, oder? Nein. Bin ich hier überhaupt richtig gewesen? Warte mal, da oben war doch noch was, oder? Sorry, dass ich hier jetzt nochmal nachgucke, aber ich weiß nicht, ob da noch was gewesen ist. Schauen wir mal. Vielleicht ging es da noch weiter. Da. Da zum Beispiel. Was ist das? Wo geht's? Ach, das ist nur eine Garderobe oder was? Nee, da kann man nichts papierisieren. Hab mich getäuscht. Bitte um Vergebung, Leute. Ich glaube, das ist ein Esstisch. Also für... Naja, für Entspannung. Für die Gäste, dass sie sich entspannen können bei diesem Quellbad oder was auch immer das für ein Gedöns ist. Aber geile Sache. Eine Heilstation. Das ersetzt jedes ihr Herzblock. Und sogar noch viel schöner und angenehmer. Ach du Lappen. Jetzt gehst du mir auch wirklich Arsch vorbei. Bam. Na toll. Ein bunt gemischte Truppe. Wie ich sie erwartet habe. Wie soll ich jetzt den erwischen? Ich wünschte, ich hätte einen. Gegen den kann ich nichts ausrichten, gegen den Glitzer-Paracooper. Ich müsste irgendwas einsetzen, womit ich alle auf einmal bashen kann, aber das geht nicht. Ich hab nix. Ich hab nix. Scheiße. Da muss ich wohl dann zuerst mal einen Color Eisblumen einsetzen und diesmal wieder Stickerrad drehen. Giftpilz. Oh Mann, verkackt. Och. Scheiße. Pizza, Color, Eisblume. Wenigstens gutes Timing. Ach du Scheiße, das macht Schaden. Sehr effektiv. Ach, warum? Der täuscht immer so blöd an, dass ich glaube, er würde sehr schnell auf mich zustimmen. Aber in Wirklichkeit... Ach, kacke.
Du Lappengehstmess! Was zum... Warum verkacke ich das Timing? Boah, ich könnte ausrasten. Was war das denn jetzt für eine Scheiße? So eine Scheißaktion, ey. So. Wo soll das Bild wirklich drinnen sein? Sorry, Leute. Och, Mann. Jetzt reicht's mir, du Lappen. Jetzt kriegst du einen richtigen Hüftpushen. Doing, 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 doing. Aber jetzt aber. Jetzt gibt er endlich Ruhe. Tschüss, Lutscher. Und fertig, aus. Oh. Ey. Das will ich auch noch alles haben, bitte. Oh, Glitzer-Hochhammer. Was haben wir hier? Wieder Hüftpushen. Ah! Dieser Felsen nervt. Oh. Ist das vielleicht wieder eine Trappe oder geht's da auch wieder rein? Nein, da geht's auch nicht rein. Scheiße. Okay, da oben ist doch auch was. Da brauche ich wahrscheinlich wieder was. Hey, ich wollte mal papierisieren und nicht in die Lava fallen. Ich will mir nicht den Arsch verbrennen, sondern papierisieren versuchen. Nix. Nein, da ist nix. So. Oh Mann. Hilfe. Diese Plattformen bewegen sich für mich ein bisschen zu suspekt. Geht's auch runter oder was? Ups. Hilfe. Komm schneller her. Mann. Ich bin auch drauf gelandet. Was soll denn das? Diese eine Plattform braucht ja viel zu lange. Das ist viel zu nah am Lava-Wasserfall. Wow. Komm, das. Nein! Wie soll ich denn das hinkriegen? Ich sehe das ja nicht genau. Das 2D mit 3D-Ansicht ist scheiße. Oh Mann. Komm, ups. Ja! Oh mein Gott, weil die Sprünge sind hier viel zu unpräzise. Aber ich hab's geschafft. Und jetzt kann ich mal da oben nachgucken. Endlich. Ja, der Piranha-Spaten soll aus dem Weg. Bam. Och nö, jetzt auch noch ihr zwei auch schon wieder. Ihr wollt wohl echt eine... ihr wisst schon wo. Ding, 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 ding. So, hier hast du. Upsa. Okay. Au, da habe ich vollkommen vergessen. So, diesmal konnte ich rechtzeitig blocken. Eieieiei. Soll man gegen den Spaten ausrichten? Braucht mindestens 3 Runden, bevor ich da was reißen kann. Spät. Wie viel? Okay, 13 Minuten. Also fast 14 Minuten Aufnahme aktuell. Gut. Aber wann endet dieser Level? Der ist extrem lang, ey. Besser setze ich meinen Glitzerhammer ein. Dann nicht verkacken! Wenigstens der eine down. Aber die anderen Spaten sind auch noch da und ich habe schon wieder über die Hälfte meiner Energie verloren. Okay, setze ich einen Eisensprung gegen den Piranha-Spaten ein. So. Ach, der ist immer noch nicht down. Der nervt. Und du genauso. Oh Mann, ich habe kaum noch Energie. Stickerrad einsetzen. Ist mir egal und auch speziell gewinnen. Münzen. Na, endlich. Endlich mal Jackpot. So, ich habe keine Lust, mich lange mit diesen Spaten aufzuhalten. Also muss ich etwas einsetzen, womit ich sie alle erwischen kann. Aber das geht leider nicht. Ich hab da nichts. Gut, setze ich erstmal noch einen Eisensprung ein, dann einen Sprung und dann noch einen Sprung. Oder habe ich noch einen Sprung? Ja, ich habe noch einen Sprung. Okay. Zuerst mal Eisensprung gegen dich, du Spaten vom Dienst. Jetzt du. Du bekommst jetzt auch eine auf die Arme. In your face, dass es nur so kracht, aber echt. So, endlich. Langsam nerven diese Spaten, gehörig. Genauso wie dieser Felsen, der ständig runterkracht. Ich glaube, ich sollte wieder ein heißes Bad in der Quelle machen, aber dann müsste ich wieder über diesen Lavastrom durch. Verdammt. Darunter geht's auch nicht. Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Sind wir da bald endlich mal da am Ziel?
Oh, ja, ich höre das Ziel, ich höre das Ziel, aber dieser Piranha-Spaten will mich daran hindern. Ich glaube, das ist nicht der Einzige, der hier... Och, ne. Dieser Paracoupa, immer so blöd gemischt muss das alles sein. Okay. Ich schätze mal wieder Stickerrad ein. Mit Spezialgewinn. Mit Pilz? Komm, ich komme vielleicht Heilung, bitte. Ja! Nice! Ah, und wieder etwas Energie zurück. Das ist schön. Okay. Einmal einen Sprung für dich. Und noch einen Sprung für dich. Ja, das müsste reichen. Okay, und dann noch einen... Er ist ja eine Piranha-Pflanze mit Feuer. Eine Color-Eisblume für... Nein, nein, Moment. Ja, ein Kalle-Eisensprung ist egal. Ja, ich glaube, sowas setze ich ja nicht wirklich unbedingt gegen den Boss ein. So, und noch einmal, wenn es so schön war. Ja, der ist sogar zerknittert. Das bedeutet es. Nein, doch nicht auf den, du Volldepp! Spring auf den! Toll! Was macht er denn? Er sollte den Cooper weiterhin bashen. Boah, ist der dämlich! Ich könnte ausrasten, wie dumm man eigentlich sein kann. So viel Dummheit gehört echt bestraft. Ernsthaft. Okay, jetzt muss ich wirklich schauen, dass ich das richtig einsetze. Ein Glitzerhammer. Okay, und bereit. Ich brauche nicht noch mehr. Okay, scheiße. Aber es hat gereicht. Es hat gereicht. Mann. Nervige Spaten. Oh, da muss ich wieder was einfügen. Und den Felsen muss ich auch wieder... Warte mal. Hä? So komme ich hier nicht weiter. Ach! Was zum... Ja, wie jetzt? Au, hey, warum landet er jetzt hier? Hier landen. Komm her, lande hier. Da gibt's nichts, leider. Oh, da geht's runter. Da geht's runter. Scheiße, da ist das Ziel drin. Ah, Moment. Da ist doch das Ziel. Hä? Aber wie um alles in der Welt komme ich hin? Wie komme ich da hin? Moment mal, kurzer Cut und dann sehen wir weiter. Ja, es scheint so, als hätten wir da was zum Papierisieren übersehen, aber was? Vielleicht können wir da irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Irgendwo muss da ein... Oh. Ach, da komme ich nicht dran, oder? Nein. Aber irgendwo muss da ein Spalt sein, womit ich das aufmachen kann. Aber was? Aber wo und was? Oh Mann, der Level zieht hier wieder ganz schön in die Länge. Wo kann ich denn hier was papierisieren? Muss ich doch nicht da bei der Lava wieder hin, oder? Zu der Lava hin, würde ich sagen. Okay, diese Felsen nervt sowas von. Dermaßen, dass echt nicht mehr schön ist. Hier irgendwo muss was zum Abziehen sein. Aber was? Ich habe irgendwas übersehen vielleicht. Irgendeine Kleinigkeit muss ich übersehen haben. Gib Ruhe. Irgendwo war doch was zum Abziehen, oder nicht? Womöglich bei der Quelle? Nein, da war ja nichts. Heile ich mich erstmal ganz schnell und gucke mir das an. Nichts zum Abziehen, nein. Ich muss erstmal mich entspannen im Bad. Hat das mich nicht ganz, oder was? Also, mit der Zeit. Aber jetzt. Ja, schön. Gleich bin ich wieder voll. Okay, aber jetzt raus hier. Da tut man sich echt schwer, hier rauszukommen. So. Aber jetzt muss ich mal herausfinden... Wo, bitteschön, ist da was zum... Moment. Ach, ich dachte schon, verdammt. Sieht doch wirklich aus wie nach einem Riss. Oh, das hat sich ja ganz schön getarnt. Boah.
Das Ding ist so unauffällig gewesen, aber wenn man wer sucht, wäre es doch so schön, wer sucht, der findet. Aber jetzt muss ich da wieder über die Lava drüber und ich habe mir das schon so schwer getan bei diesem Scheiß. Oh Mann, wünscht mir Glück, dass ich das hinbekomme. So, Zeit für den nächsten großen riskanten Versuch. Nein, das war nix, das war Fail. Muss ich so ein bisschen warten da. Komm her, komm her, komm her, komm her. Kommt her, kommt her, kommt her. Upsa. Nein! Jetzt bin ich ein bisschen zu ab. Jetzt habe ich mich ein bisschen abgebremst. Ah, Mann. Eieieiei. So, aber jetzt. Upsa. Ah! Warum? Ich merke schon, es wird wieder nix. Aber ich will auch jetzt nicht cutten. Nach dieser 1 Sekunde. Diesen paar Sekunden. Ups. Boah. Boah. Mann. Ah, nein. So kurz vor dem Ziel. Ich bin ja wirklich viel zu unsicher gesprungen. Scheiße, verdammte. Jetzt lass mich doch endlich mal da rüber jumpen. Okay, soweit so gut. Nein. Scheiße, ich hab keine Lust mehr. Diesen blöden Sprungpassagen hier. Das könnte noch schlimmer werden wahrscheinlich. Ach jetzt, komm, leck mich. Ah, ja. Das war ja so klar, dass ich das bereuen würde. Ah, das regt mich doch auf, ey. Eieieiei. Ja, upsa. Endlich, Mann. Oh, Mann, Alter. Ich glaube, ich dreh noch am Rad. Aber das war total... Oh, ich muss da runter. Ich muss erstmal runter da. Und das einsetzen. So. Und... Papyrisierung aktivieren. Und... einfügen. Und dann fehlt nur noch eins. Ein... kleiner Schlag mit dem Hammer. Bäm. Ich sagte Bäm. Also. Und. Schon. Fertig. Oh. Wo ging der denn hin? Was zum. Was? Das Ding hat das Ziel zerquetscht, oder was? Kann man den Felsen irgendwie runter tun? Ja, man kann ihn abziehen. Okay. Mit dem Ziel kann man ihn umdrehen. Ist das episch. Aber da gibt es vorher noch eine Kleinigkeit zu entdecken hier. Guck sich das eine an. Ist das denn auffällig? Oh, dieser Felsen nervt schon wieder. Also Vulkan, der ständig was spuckt. Da, lande da drauf. So. Und rein da. Ich bin mal gespannt, was es hier noch so Schönes gibt. Ein paar Sachen gibt es auf jeden Fall. Ach du Schande, was ist denn das für ein dicker Brocken? Muss man den Sticker nochmal sortieren. So, aber dieses Mal muss er reinpassen. Ja, ein mega color Eisensprung. So, und jetzt kann ich den Felsen... Also, ja. Jetzt kann ich den Felsen wieder richtig rum einfügen. Seht ihr das? Da ist der Stern jetzt wieder, also der Komet. Jetzt sag ich schon Stern dazu, er sieht auch aus wie ein Stern. So, dann mal rauf mit den Kometen. Und schon viel besser. Und hab's geschafft. Am Ziel unserer Träume. Nice. Und jede Menge Kohle, Kohle, Cash, Cash, Cash. Das ist alles meins, 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 meins. Ja, bitte, bitte alles. Ja. Haha. Ja, so 458. Nicht schlecht. Davon kaufe ich mir jetzt jede Menge Pilze. Oh, das sieht ganz nach Boss aus. Wir sind jetzt... Wir kommen jetzt am Vulkan an. Krummelvulkan. Da geht's weiter im nächsten Part. Also Daumen hoch, wenn euch auch dieser Part gefallen hat. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder beim nächsten Part dabei. Und damit sage ich jetzt wieder, seid gespannt, schaut wieder ein. Euer Crush40Freak89. Danke fürs Gucken. Auf Wiedersehen. Und tschüss, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Ciao.